Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. So, ich würde sagen, wir begeben uns wieder zurück in die Vergangenheit. Wir haben jetzt den schicken Dragon Lake Helm auf, der besser ist als... ja, wie hieß er denn eigentlich? Gucken wir mal kurz. Der, als die Finstermaske. Deutlich besser sogar und wir können sie gerade so tragen. 69,1% an Belastung. Na schön, los geht's. Das letzte Mal hatten wir mit diesem Soldaten geredet. Und der meinte auch, dass wieder so ein gigantischer Riese auf uns warten wird. Der Anführer sozusagen. Ich bin ja mal gespannt. Hoffentlich packen wir das. Also, naja, ich sag mal so, ich bin guter Dinge. Hoffentlich. Aber doch, das sollte schon irgendwie klappen. Also das ist jetzt schon der fünfte Part oder... Oder sechste Part, den ich im Stück aufnehme. Danach reicht es auf jeden Fall erstmal. Oh, ich kann heute aber nicht genug bekommen, weil das echt ziemlich geil ist heute. Und ich habe echt das Gefühl, wenn das hier so weitergeht, sind wir dem Ende nicht mehr weit entfernt. Jetzt können wir hier auch rein? Oh mein Gott, öffnen, öffnen. ich denke mal, hier geht's weiter. Wo ist der Soldat weg? Nee, er ist noch da. Genau, okay, kennen wir schon. So, öffnen wir doch erstmal die Tür. Okay, eine Truhe. Oh, das ist echt cool, wenn man das hier... Glatterseitiger Stein, fünfmal. Wofür brauchen wir den eigentlich? wenn man hier den Schatz vergisst, kommt man echt nicht mehr zurück, sobald die Riesen tot sind. Wow! Okay. Was ist das? Der kämpft mit Fäusten? Okay, auch nicht schlecht. Das gefällt mir. Aber der ist nicht wirklich mega stark. Das schaffen wir schon ganz gut. Aber cool gemacht war es auf jeden Fall. Okay, da können wir raus. Da sind noch ein paar andere Riesen. Oh, ich habe keine Lust. Die mit den Keulen sind ganz schön gefährlich. Feuersamen, sehr schön. Wieder was für unsere Pyromantieflamme. So, überschauen wir doch mal die Lage. Die Lage sieht schlecht aus. Hilfe! Die Lage sieht sehr, sehr schlecht aus. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Okay, ich würde sagen, es wird Zeit für den Bogen. Also zwei auf einmal ist tricky. Vielleicht gibt es ja wieder einen Trick, aber... Ich bin da gerade gar nicht so sicher. Okay, auf jeden Fall ist er vergiftet. Und mit... Und den einen könnte ich eventuell sogar noch handeln. Was ist das jetzt? Umgekippt? Warum zum Teufel ist er einfach mal umgekippt? Was? Ja, ist doch gut. Na toll. Alter. Ruhig bleiben, mein Freund. Alles ist gut. So, der ist tot. Den haben wir da. Hauskämpfer. Ah, wie krass die einfach mal designt sind. Finde ich echt Wahnsinn. Jetzt mit so einem... Mit so einem Tuch über dem Kopf. Das hat was. Sehr schön. Also, richtig geskillt fühle ich mich immer noch. Das ist schon mal viel wert. Okay, ist hier oben irgendwas Feines? Ein Schatz? Bücherregal, was wir nicht kaputt kriegen. Große Seele eines namenlosen Soldaten. Nachricht lesen. Sprungangriff. Ja, pff, nö. Also nicht fürs Bücherregal zutreffend. Vielleicht für die Riesen, wenn man von oben auf sie drauf springt. Das kann schon. Könnte funktionieren. Oh mein Gott. Okay. Das ist schon wieder ganz schön krass. Ich zücke mal lieber meinen Bogen. Ah, das sind schon wieder so extrem viel. Hab ich irgendwie keine Lust drauf, nicht zu sein. So. Hilfe! Alter, was ist denn da los? Oh mein Gott, der ist gigantisch! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Wow.
Okay, das sind die Riesen sind sogar ein bisschen kleiner. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Autsch. Wow. Echt jetzt? Ich bin tot. Nein. Boah, das ist echt ganz schön krass. Vielleicht könnte ich auch durchlaufen durch die ersten beiden. Wow. Nicht übel. Finde ich härter als das erste, was wir gemacht haben. Hätte mir eigentlich so vorstellen können, dass es das Schwerste mit ist, weil das ja hinter der Königstür liegt. So, weiß ich nicht. Irgendwie ist das so meine Logik. Glitzerndes Titanit. Yay. Mach hin! Ich will da nochmal rein. Das ist echt ganz schön hart. Echt jetzt? Oh, den ganzen Weg nochmal laufen. Ich will nicht. Jetzt bin ich doch schon wieder falsch, Leute. Könnt ihr mir das denn nicht sagen? Ach, Menno. Oh, wollte gerade sagen, der wirft sicherlich gleich mit seiner Bombe. Alter, die machen ja so gut wie gar keinen Schaden mehr. Habt ihr das gesehen? Das war ja minimal. Da seht ihr, was die Riesen so an Kraft haben. Okay, ignorieren. Und hier wieder rein. Schnurstracks. Halala. Ich könnte mir vorstellen, bei den ganzen Riesen da eben, wo ich gestorben bin, da kann man wieder irgendwas machen, damit die sofort sterben. Oder Menschentöter. Auch nicht schlecht. Das kann ja jetzt wieder was werden, ey. Deine Riese kommt einfach mal so durch die Wand gelaufen. Und dafür, dass der Weg ziemlich lang ist, finde ich, haben wir... Was ist das jetzt? Ziemlich wenig Zeit. Ja, jetzt stehst du auf einmal schon hier, oder was? Unfair. Komm. Das haut doch die Ausdauer weg. Was? Hummel! Ach. Ach. Die kann man backstabben. Gut zu wissen. Man kann einen Riesen backstabben. Ich fass es nicht. So, also viele Pfeile habe ich jetzt nicht mehr. Jetzt, warum kommen die dann immer gleich beide? Ich habe nur einen angeschossen. Lass mich in Ruhe. Na komm. Oh, Feigling, ey. So viel zum Thema, ich wollte dann vorbeilaufen. Ist dann irgendwie nichts geworden, ne? Wollte sagen, wo ist er denn? Willst du durch die Tür? Da passt du nicht durch, mein Schöner. Okay, der backt da irgendwo in der Wand rum, sodass ich ein leichtes Spiel hatte. Und was ist jetzt mit euch eigentlich? Es wäre schön, wenn die Riesen einfach mal so schnell sterben würden. Vielleicht kann ich mich ja ein bisschen verstecken, sodass die irgendwie abhauen. Oh, sind die gerade echt gestorben? Nee, doch. Ein Riese ist tot, oder? Oder nicht? Weiter so, immer drauf mit dem Feuer. Okay, wenn die da jetzt abhauen, dann hole ich mir den einen auf jeden Fall ran. Könnt's auch dem da gleich machen, aber... Wo läuft der hin? Einfach dann vorbeilaufen, ne? Oh, cool, eine Leiter. Danke, das Phantom hat mir geholfen. Sorry, ich war gerade echt ein bisschen still, aber... Ich muss echt überlegen. Haha.
Oh, nein. Was? Was, 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 was? Wie jetzt Feuer? Ist das da ein Zauberer oder sowas? Wahrscheinlich. Oh, verdammt. Ja, der wirft mit Feuer und ich muss wahrscheinlich in diese blöde Tür. Ich werfe hier auch mal mit Feuer. Vielleicht klappt das ja. Wow, nicht so weit runter. Das ist gut. Einigermaßen zumindest. Autsch. Ich brauche echt mehr Giftpfeile, Leute. Was macht er denn? Ja, da ist ein Schatz und es werden irgendwie immer mehr, habe ich das Gefühl. Was ist das denn, ey? Ehrlich jetzt, oh Gott. Ja. Vergift euch jetzt einfach. Ich habe nicht mehr viel Pfeile. Und ich zieh dich auch noch daneben, ey. Bewegt euch doch nicht immer. Verdammt. Was macht er denn? Nein! Oh Mann, ey. Ich musste irgendwie in die Tür. Ich habe keine Lust, gegen die alle zu kämpfen. Ehrlich nicht. Ich laufe jetzt einfach durch, während die in dem Getümmel sind. Das versuche ich. Oh, jetzt muss ich ja wieder dahin laufen. Oh. Fail. Das bei dem Leuchtfeuer hat mir viel mehr gefallen. An der Königstür. Der Riesenbaum. Na schön. Einmal noch. Wobei ich meine Klinge ja gerne mal ausprobieren würde. Die Giftklinge bei so einem Riesen, das mache ich gleich mal. Und es lädt. Und lädt. Und lädt. Wow, hab schon ganz schön Energie verloren. Au! Lass mich auch noch treffen, ey. Ach, wisst ihr noch, als wir da oben zum ersten Mal dem Verfolger begegnet sind? Das war schön. Das war so richtig, so herrlich motivierend. Ah, und er hat uns zerquetscht wie eine Fliege. Aber man kann ihn wohl besiegen. Weiß gar nicht, denn ich glaube, der erscheint dann als Boss nicht, oder? Oder doch? Doch, ich glaube schon. Wie auch immer. Hey, das Spiel lädt mal wieder. Also wenn mir das jetzt noch öfter passiert, dann schneide ich euch dann rein, wenn ich da wieder ein bisschen weiter bin. Ich weiß es nicht. Juhu, wir sind wieder. Gedenken an Wammer. Ist Wammer eigentlich eine Riese oder ist das eigentlich irgendein NPC? Also ein Riese. Also, Riesen sind auch NPCs, aber ihr wisst sicherlich, wie ich das meine. Oh, mein Schöner. Mal gucken, was mein Schwert so bei dir ausrichtet. Genau. Ja, noch ist er nicht vergiftet. Ah, toll, es war wieder ein Backstep. Wollte ich doch gar nicht. Aber jetzt ist er vergiftet, oder? Ja. Okay, sehr cool. Finde ich sehr gut, muss ich nicht so viel machen. Aber das ist in der Regel eigentlich nur zu gebrauchen, wenn ich allein gegen einen kämpfe. So, ihr tollen Riesen. Verschont mich einfach. So, jetzt laufe ich hier hoch. Freue mich, dass ich es irgendwie geschafft habe. Und dann mal gucken, ob ich irgendwie runterspringe.
Ach, die sind da oben. Deswegen. Oh Gott, die schlägt einfach zu, dass ich nicht schnell laufen kann. Oh, und die treffen mich, die Schweine. Das ist böse. Das ist wirklich böse. Hier schnell runter und durch die Tür vielleicht. Nein! Oh, 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 oh. Oh. Heilung. Alter. Oh, da waren aber noch Schätze. Da so in der Ecke und da ist auch noch... Oh Gott, nee, Leute. Das ist mir echt zu hart. Ist hier oben noch was Schönes? Ich versuche jetzt irgendwie da so durchzukommen. Also ich habe jetzt keine Lust, gegen die alle zu kämpfen. Immer und immer wieder. Was ist hier? Na gut, da komme ich aufs Dach, aber... Hm. Bringt mir auch nicht so mega viel. Nein! Nee, ist mir zu gefährlich, Leute. Mache ich nicht. Tut mir leid, wenn es irgendwas Wichtiges oder Schönes gibt, dann schreibt mir das bitte, aber ich will erstmal eben durchkommen. Ich meine, es scheint ja auch wirklich, dass hier die Zeit abläuft. Oh mein Gott, was ist hier geschehen, ey? Okay, da ist noch was ich mir holen kann. Wenigstens ein bisschen was. Rötliches Wasser. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es nichts allzu Wichtiges ist oder Sinnvolles ist. Was? Oh mein Gott. Okay. Aber vielleicht meinte der halbtote Soldat eigentlich auch nur den König, den wir auf der Mauer besiegt haben. Immerhin spielt das ja hier in derselben Zeit und... Ich muss hier weg. Boah. Die haben auch eine Kraft, das ist ja nicht auszuhalten. Dann kommt der jetzt hier runtergesprungen. Oh, oh. Ja. Oh, was ist denn? Okay, der hält ganz schön was aus, der Kollege. Schreit er wieder, das wäre meine Chance gewesen. Oder ist es immer noch? Schaff ich's? Puh. Okay. Krass. Seele eines großen Helden und eine Fackel. Hier ist das Ende wieder in Sicht. Riesenseele, genau. Und wir können zurück. Ja, sorry Leute, aber... Nee, also das mit den zwei Magierriesen da und... Das ist echt ganz schön hart. Ich hätte es wahrscheinlich geschafft, wenn ich durchgelaufen wäre und mir immer wieder die Items geholt hätte. Aber ich habe keine Lust auf zu sterben. Wie gesagt, da hänge ich dann doch sehr an meine Menschlichkeit und... Wie ich mich kenne, finden wir dann wieder irgendwie ein Amulett oder sonst irgendwas. Was man sich auch vielleicht auch hätte kaufen können. Von daher, nein. Juhu. Warte mal, das hier kann ich untersuchen. Ich mach's jetzt erstmal nicht, aber es scheint, als ob wir hier nochmal reinkommen. Vielleicht, weil wir nicht alle Schätze gesammelt haben. Das wäre dann natürlich wirklich sehr cool. Also, wenn da noch was ist und ich da rein kann, schreibt mir das... In die Kommentare, das würde ich wirklich gern wissen. Dann werde ich auf jeden Fall nochmal reingehen und mir das holen. Entweder so mit euch oder im Off. Mal gucken. So, der letzte. Ah, okay. Jetzt müssen wir auf jeden Fall Richtung Verfolger. Ohne Kämpfen wäre es jetzt natürlich sinnvoller, einfach mal... von einer verlorenen Festung, von dem Leuchtfeuer, denn mit einem Adler zurückfliegen geht, glaube ich, gar nicht. Dann habe ich jetzt nichts gesagt. Aber okay, das sind ja nun auch keine Gegner mehr für uns. Okay, der hat sich gerade geschützt und ist nicht ganz gestorben, aber das macht nichts. So, hier warten nur noch zwei auf uns und dann war es das auch schon. Echt jetzt? Toll, der später kommt, stirbt zuerst. Was? Habt ihr das gerade gesehen? Der ist voll hochgebeamt. Das ist ja klasse. Herrlich. Okay.
Deswegen ist doch alles so zerstört hier, Leute. Das sind die Zinnen, auf denen wir letztes Mal gekämpft haben. Wir sind aber von da drüben gekommen. Hier sieht man auch diese... Ja, diese... Statuen. Und hier, genau, ist sogar der Kopf. Das ist ja cool. Das ist wirklich sehr detailgetreu. Auch wenn der Kopf, glaube ich, ein bisschen größer ist. Oder? Aber egal. Finde ich wirklich sehr cool. Was ist mit... Hallo? Well, we meet again. What are you doing here? Who'd have thought we'd meet in a place like this? Fate just won't let us stay apart, will she? Okay. Also, dass er hier sitzt, hätte ich jetzt nicht gedacht. See, the old sword's caught your attention. Well, you've a good eye then. That has been in my family for generations. They say it is crafted with moonlight. And we all know what that means. It wards off evil. And I wouldn't trade her for all the riches in the world. It's said that no man has ever teased out the sword's true power. But... in the right hands... Okay. Ich glaube, seine Questreihe geht auch nur wirklich zu Ende, wenn wir ihn in den Kämpfen rufen, in den Bosskämpfen. I see you've taken a liking to the sword. But this is one sword, pal. I wouldn't be giving up. If you still insist on having it, then you will have to pry it from my cold hands. Also ich glaube nicht, dass wir dich töten müssen. Have a great day to you, and I'll never forget it. I, Ben Hart, swear by my honor to aid you in your darkest hour, so no problem, pal. Have a great day. Okay, kennen wir jetzt nun schon? Okay, aber warum bist du hier? Können wir dich dann irgendwie hier in der Erinnerung rufen, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann? Warum sitzt du einfach mal hier? Okay. So, das ist jetzt eigentlich der letzte Baum, der mir einfällt. Hoffentlich gibt es nicht noch mehr. Ich überlege gerade, aber... ich wüsste jetzt so erstmal nichts. Ne, ich denke, das ist der letzte, also. Sonst fällt mir keiner mehr ein. Doch, doch. Gedenken an Oro. Ich glaube, in der Soldatenwacht oder Soldatenhain. Wie das Ding auch heißt, da ist auch noch einer. Jetzt sitzt er hier oder was? Oh, look at you, old friend. I see your travels way upon you yet. Just remember, I'm always ready to help. Okay, macht das jetzt einen Sinn? Ich glaube nicht. Wie kommst du hier rein? Ich habe versagt. My homeland is in the Far East. A kingdom of honorable fighting men. And this sword yet awaits a true man to wield it. I know how swords think, you see. My homeland. Okay. Von mir aus dürftest du gerne jetzt die ganze Zeit mitkommen, wenn du magst. Also, gegen die Riesen habe ich da echt nichts dagegen. Das sind krasse Standardgegner. Ah, hallo. Nein, lieber noch nicht. Ich gehe erstmal nach oben. Also, vielleicht ist Laufen ja wirklich mal die bessere Wahl. Ich meine, ich hatte es irgendwie im Hintergedanken, dass er jetzt wohl hier irgendwie auch rumsitzen wird oder dass wir ihn wenigstens beschwören können. Aber dass er wirklich mit Leib und Seele hier ist, das hätte ich jetzt mir nicht erträumen lassen. Leute, man sieht sogar noch, dass es Menschen sind. Krass. Und sie halten deutlich mehr aus. Autsch. Oh, so, hier können wir Pharaosstein benutzen. So, Backstab. Wunderbar. Naja, hoffentlich bringt uns das hier was, wenn wir den benutzen.
Aha. Na ganz toll, haben wir noch einen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die ist heile. Die ist gut. Wow. Oh, ich wollte gerade sagen. Das wird's gemein. Roll ich mich schon mal weg, zeig Skills und dann das Seele eines Helden. Dreimal. Wow. Juhu, wir haben sogar noch einen. Jetzt ist es eine Falle und wir müssen es töten. Okay, vielleicht ist eine Etage über uns irgendwas passiert? Geheimnisse? Irgendwo? Was zum Teufel? Oh! Bringt uns das der Pharaos-Stein? Das kann natürlich sein. Wenn man zu gierig ist, bestraft ein Dark Souls. Na, mal gucken. Vielleicht war es wirklich nicht der einzige Sinn. Ja. Weit oben. So, also, Magier, den schieße ich jetzt mal so mit Gift und so. Ich brauche echt Giftpfeile. Demnächst wieder. Also so ein paar sind immer gut. Das weiß ich natürlich nicht. Bin ich hier oben richtig oder muss ich nach unten? Ja. Ich wusste, dass du mich siehst. Penner. Und es reicht nicht. Ja, natürlich. Bestens. Dann muss ich dich wohl so töten. Das haben wir wenigstens geschafft. Quasi ist das hier ein kleiner Riese. So, kriegen wir dich gebacksteppt? Ja. Weil wo trete ich ihn denn hin, dass er in die Knie geht? Also wirklich treffen tue ich da eigentlich nichts. Der Aschenebel lichtet sich. Oh, wa? Und nur, was hat sich getan? Ah, du hast mich beschossen. Das ist klar. Okay, gleich fliegen wir wieder raus. Schnell nochmal gucken, ob hier oben irgendwas ist, ob wir runter können. Hier geht's lang. Oh, schnell, der Schatz. Ah, sehen wir, das gibt's doch gar nicht. Puh. Na schön. Dann versuchen wir das beim nächsten Mal. Schon wieder ein Part um, ey. Das geht so schnell, Leute. Ein bisschen tricky hier mit den ganzen Riesen. Also mir waren die beiden Riesen schon im Loch da unten zu viel. Und jetzt das. Na schön, er ist weg. Er ist mit uns in der Erinnerung, in der Vergangenheit. Schauen wir mal, wie es weitergeht beim nächsten Mal. Ich hoffe natürlich, irgendwas hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dark Souls 2.